Hallo, ich bin der Michael. Ich möchte einen anderen Gedanken dazu stellen. Also du hast vorhin gegen die Parteien gesprochen, dass wir eine Front bilden sollen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Front gegen Parteien bilden sollen. Das finde ich ist auch wieder etwas Trennendes. Ja. Wir sind 8 Millionen Österreicher ungefähr. Jeder engagiert sich anders. Viele sind unpolitisch viele arbeiten dort, sind Polizisten, sind Müllmänner, wir arbeiten, weiß ich, in einem Gemüseshop oder sonst wo. Und wir alle sind Menschen, haben ein menschliches Bedürfnis und darum wollen wir einen Frieden oder nicht diese Zustände, wie sie vielleicht in der Ukraine größer und extremer werden wollen. Und im Grunde genommen möchte uns jemand ja spalten. Also man kann sich ja fragen, wer macht hier ständig Unruhe in Europa, dass Russland und Europa nicht ein friedliches Miteinander haben. Und diese Spaltung sollten wir jetzt nicht auch noch bei uns weiter pflegen. Ich hätte den Vorschlag, vielleicht gehen wir zum Herrn Bundespräsidenten da drüben oder zum Herrn Bundeskanzler oder zu unserem Bezirksrat oder zu den Redakteuren der verschiedenen Medien und sprechen einfach ganz menschlich von Mensch zu Mensch mit dem einen, warum schreibst du so oder warum lässt du als Bundespräsident das eigentlich zu, dass solche Zustände sind, ja, dass da Amerika eigentlich ständig so ganz von unten mit 5 Milliarden Dollar irgendwo einen Putsch nach dem anderen macht und zufällig immer dort an den Stellen, wo Länder anfangen, ihr Öl oder ihr Gas nicht mehr in Dollar abzurechnen. Das ist eine berechtigte Frage, warum schreibt man nicht darüber? Und wenn die Menschen nicht darüber schreiben, dann müssen wir die Fragen stellen. Ne? Ganz menschlich. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Versuch. Ich würde gerne noch was zu Russland sagen. Vielleicht kennen manche die Rede von Putin vom Deutschen Bundestag Anfang des Jahrhunderts, wo er versucht hat, ganz Europa, Deutschland ein Angebot zu machen, gemeinsam einen großen Kontinent, gemeinsame Wirtschaft, gemeinsamen Frieden zu machen. Ja? Entschuldigung. Also Putin ist vehement lange Zeit auf Europa zugegangen und wollte einen gemeinsamen Kontinent. Und Europa hat geblockt. Nach dem Fall der Sowjetunion wurde vereinbart für die Wiedervereinigung mit Deutschland, dass die NATO nicht in die ehemaligen Ostländer geht. Dieses Versprechen wurde gebrochen. Putin. Ja. Putin ist trotzdem weiter auf Europa zugegangen. Das nächste war, es wurde dieser Raketenschild stationiert, von dem in Fachzeitschriften geschrieben wird, der dient eigentlich dazu, was vorher geschildert wurde, dass wenn einer sozusagen angegriffen wird, dass er dann seine Raketen losschickt und drum gehofft wird, niemand schickt Raketen los, dass es wieder möglich wird, einen Erstschlag zu führen, ohne dass die anderen Raketen eigentlich treffen können. Das ist eigentlich der Sinn, schreiben Fachzeitschriften, dieses Raketenschilds, also nicht gegen persische Raketen, sondern gegen russische Raketen, damit Amerika theoretisch die Erstschlagmöglichkeit hat, um hier dann eventuelle Raketen dann abzufangen. Und das ist eigentlich ungeheuerlich. Nicht, dass jetzt die Amerikaner das vielleicht planen, aber damit können sie Druck ausüben. Und Putin hat wieder nichts gemacht. Und dann ist das nächste kommen, immer weiter, immer weiter. Und jetzt ist wirklich die Frage, wie lange lassen wir uns das auch in einem neutralen Land eigentlich bieten, dass dermaßen ein Mann, der es sicher nicht leicht hat, man muss wissen, Jelzin, wie er Präsident war, hat die ganzen amerikanischen Berater in das Land hineingelassen und es wurde ausgeraubt und hunderttausende Menschen sind verhungert, weil das Land dermaßen abgewrackt wurde. Und Putin hat halt mit straffer Hand irgendwie wieder für Ordnung gesorgt, dass sein Land, seine Menschen was zu essen haben. Und wir haben die Hand nicht genommen,
Natürlich ist manches dort sehr fragwürdig, wenn man von demokratischen Modellen ausgeht. Aber das liegt meiner Meinung nach nicht an Putin, sondern dass wir uns seinem Angebot verweigert haben. Und es wäre schön, wenn wir alle auf Russen zugehen, auf Russland zugehen und endlich ein vernünftiges Europa schaffen, was die anderen nicht schaffen.